The Legend of Zelda, A Link Between Worlds heißt dieses neue Let's Play von eurem Looks Like Link. Seid gegrüßt, liebe Leute. Okay, wir müssen ganz genau sein. Es ist natürlich ein Let's Replay von einem Titel, der natürlich schon bei Release, frisch als es raus war, gezockt wurde. Und gerade deshalb können wir dieses Replay auf einer besonderen Art starten, und zwar im Heldenmodus. Na, natürlich, der Heldenmodus, man spielt ihn frei, wenn man das Spiel halt wirklich regulär das erste Mal durchspielt. Das hier, wie ihr seht, ist übrigens auch unser Let's Play-Spielstand von damals. Und ich habe dann schon einfach für mich privat mal im Heldenmodus gespielt. Aber heute geht der Heldenmodus für uns alle los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kaum zu glauben, was, aber schon fast, nein, nicht ganz, ne, ist ein bisschen übertrieben, aber schon fast 5 Jahre hat dieses Spiel auch schon auf dem Buckel. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Ich weiß es nicht. Ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass sich A Link Between Worlds durchaus von euch nochmal gewünscht wurde. Allerdings, nein, nicht nochmal, nein, schon ein bisschen mit einer Challenge, die den Heldenmodus betrifft. Und ganz kurz angeschnitten, der Heldenmodus hat natürlich, wie so oft bei Zelda-Spielen, eine Besonderheit, mehrere. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass wir im Heldenmodus 4-fachen Schaden kriegen. Ja, nicht irgendwie doppelt oder so, nein, gleich 4-fach. So richtig heftig, keine Ahnung, warum Nintendo da so übertreibt. Ne, weiß ich nicht, vielleicht finden sie lustig. Aber das bedeutet halt echt schon, dass die ersten Gegner im Spiel einem 2 Herzen abziehen. Von 3, die man am Anfang hat. Cool, oder? Ja, und ansonsten ist nur das Ende ein bisschen verändert. Der Abspann wurde minimal geändert im Heldenmodus. Und eine Sache kann man neu entdecken. Und das waren eigentlich die grundlegenden 3 Änderungen. Wobei die letzten beiden wirklich nur so kleine Gimmicks und Anspielungen sind. Kleine interessante Nettigkeiten. Und das eigentliche ist halt wirklich der 4-fache Schaden. Und ich bin gespannt, wie ich das meistern werde. Natürlich will ich versuchen, da das Spiel ja einen Game-Over-Counter hat, der aber erst ganz am Ende des Spiels kommt, würde ich natürlich versuchen, dass da schön 0 steht. Und auch 0 stehen bleibt. Ne? Kein Game-Over, sonst ist das richtig mies. Sonst macht das doch ganz gar keinen Spaß, ne? So, Heldenmodus. Nicht Link. Name natürlich ändern. So, ich möchte... Ach, muss ich ja wieder per Touch-Ding machen, ne? Oh Gott. Okay, Moment, wartet mal, da muss ich mal ganz kurz... Kurz mal gucken. Oh Gott, na toll. Mann, wenn man so große Finger hat. Ernsthaft. Oh, Gottes Willen, ey. Ja, sorry, aber... Auf diesem kleinen DS-Bildschirm, ey, mit seinen Fingern rumzutippen. Und ich nehme da jetzt extra den Stylus raus. Nee. So, wir spielen natürlich wieder als Marcel. Sehr, sehr nice. Okay. Und dann beginnen wir mal mit diesem unglaublichen Abenteuer. Wie gesagt, wir kennen das alles schon. Aber trotzdem ist die Geschichte sehr, sehr spannend und interessant. Ja, mal wieder mit seinen heftigen Albträumen, oder? Kein Wunder, dass er in Klamotten pennt. Hey, Marcel! Oh, Gri, mein kleiner Junge. Was denn los? Ah, wie ich mir doch dachte. Immer noch im Bett. Mit Klamotten. Der Typ lernt's einfach nie. Jetzt steh doch mal auf, Mann! Oh, richtig laut. Naja, es gab halt noch keine Wecker, ne? Wieder aus, wie er rumwackelt. Steh schon auf, Marcel. Du kommst zu spät zur Arbeit. Der Schmiedofen ist längst angefeuert. Jeden Morgen muss ich dich aufwecken kommen. Das gibt's doch gar nicht. Mach hinne. Ich warte draußen auf dich. Das Abenteuer geht los. Sobald Link sein Bett verlässt. Mein Vater ist schon fuchsteufelswild. Oh, oh. Ach, Mann, ey. Und diese schöne Musik, die die gleich am Anfang eingebaut haben. Und das Haus sieht alles so schick aus nach wie vor. Ey, mit der Link Between Worlds, ne, hat der Nintendo auch so einen kleinen Überraschungshit gelandet, weil das... Also mir hat das Spiel unfassbar gut gefallen. So, aber okay, was können wir denn machen? Gar nichts. Wir haben 3 Herzen, wie immer. Ja, nicht mehr lange, weil ein Treffer, wir haben 2 weniger. Unser erstes Geld.
Und natürlich, was mir auch damals sofort aufgefallen ist, Majora's Mask hängt hier. Und tatsächlich hat sich ja dann rausgestellt, dass das wirklich von Nintendo ein Hint war, dass sie an Majora's Mask 3D arbeiten. Und dass das halt, ja, schon zwei Jahre später, 2015 denn, 2013 kam dieses Spiel raus, 2015 der Majora's Mask 3D, dass es dann auch glücklich veröffentlicht wurde. Schön. Wirklich schön. Manchmal kann man echt diesen Hinweisen auch trauen. Aber okay, wir müssen zur Arbeit. Unser Chef wird richtig ausrasten sonst. Ah, oh, man ist, ey, es ist so früh, dass noch morgendlicher Nebel herrscht. Marcel, jetzt beeil dich doch, oder willst du wirklich Ärger kriegen? Nein, auf keinen Fall. Oh, Mann! Was zur Hölle? Ach ja, und vergiss ja nicht den Morgengruß. Was für ein Gruß? Wenn du grüßen sollst? Nee, was für ein Gruß? Na, Ina! Wenn du rausgehst, grüße den Wetterhahn. Nur wer speichert, ist sicher. Das sagt mein Papa doch immer. Ja, dein Papa ist richtiger Philosoph. Sag mal, Marcel, weißt du eigentlich, was speichern bedeutet? Ich bin ja nur ein kleines Kind, mir sagt man ja gar nichts. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Dann laufe ich schon mal vor, mach den Morgengruß und komm mir dann schleunigst hinterher. Alles klar. Oh Mann, ey, Speicher wird dir richtig wichtig. Vor allem halt, ja, bei der Heldenmodus, oh Mann, ey. Ich habe ihn, wie gesagt, schon mal echt gespielt. Und an sich muss man wirklich nur sehr vorsichtig spielen. Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Möchtest du etwas saven? Na, Logo, gleich mal zu Anfang. So, Vogel gegrüßt. Abgeschlossen. Nice. Kann ich schon irgendwas machen? Oh, Büsche hochheben. Sehr schön. Erstmal Unkraut jäten am Morgen. Ist doch so nice, Mann. So, hier wohnen wir, ne? Haus von Marcel. Ach, schön. So, verschwenden wir erstmal keine Zeit. Wir sind ja noch immer im Intro, ne? Und der Grill rennt hier einfach... Alter. Aber das Wetter ist so schön und so richtig schön früh am Morgen und alles ist noch friedlich. Keiner ahnt was von den Schrecken. Nur Link in seinen Träumen. Doch noch sagt er, ach komm, Träume sind Schäume. Was soll ich denn da jetzt so rein interpretieren, ne? Ist doch alles normal. Schnell, Vater wird sonst wirklich wütend. Oh, was ist denn für ein Grießkram, ey? Muss man den, ist der jetzt wirklich der Mega-Muskelprotz? Naja, wenn er in der Schmiede arbeitet, ne, bestimmt. Vater ist heute schlechter Laune. Er wird dir eine riesige Strafpredigt halten, Marcel. Das kann dauern. Deswegen wartest du draußen, oder was? Oh Gott. Na gut, hier wohnt halt echt, ja, die Schmiede. Die Schmiede ist hier. Nehmen wir mal los. Hallo, ich bin zu spät. Der Meister. Wie gefällt er euch, Hauptmann? Oh, ganz ausgezeichnet. Ihr schafft es, dass selbst mein alter Schild wieder aussieht wie neu. Man nennt euch zurecht, Meister. Ja, man tut, was man kann, nicht wahr? Ich hatte gerade etwas Erz von höchster Güte da, also habe ich ihn bei der Reparatur gleich verstärkt. Vielen Dank. Es war wirklich also die richtige Entscheidung, den Meister ans Werk zu lassen. Den nächsten Schritt lasse ich ganz sicher auch hier machen. Oh Gott, sein Face, ey. Was denn, Marcel? Du bist gerade erst in der Ausbildung und hast schon wieder verschlafen? Haha, so wirst du nie ein solch großartiger Schmied wie der Meister. Ja, der Meister vom Dienst, ey. Oh, Marcel! Wie oft habe ich dir schon gesagt, du hast pünktlich hier zu sein. Jetzt reißt mir endgültig der Geduldsfaden ab. Komm doch mal her zu mir. Oder jetzt kriegen wir richtig Schläge. Ich will keine Schläge haben. Oh nein! Die Frau des Schmieds, was? Der Hauptmann ist gegangen und hat sein Schwert vergessen. Er ist halt echt ein Trottel. Oh, ausgerechnet unser Obersoldat vergisst sein Schwert mitzunehmen. Wie verantwortungslos. Genauso wie einfach zu verpennen, wenn man arbeiten muss. Marcel, die Strafpredigt muss warten. Schnell, lauf dem Hauptmann hinterher und vergiss bloß das Schwert nicht. Okay, gerade nochmal gerettet. Dankeschön, Frau vom Schmied. Hast du überhaupt gefrühstückt? Wenn du wieder hier bist, musst du erstmal was Vernünftiges essen. Oh, das klingt gut. Keine Sorge, wenn du zurückkehrst, hat mein lieber Mann seine Strafpredigt sicher schon wieder vergessen. Gib gut auf dich Acht und richte den Hauptmann meine Grüße aus. Alles klar. Und was bist du hier? Du bist hier schon so ein kleiner Geselle hier. Ach, für die schöne Schmiedefrau, ich fleißig den Amboss hau. Für den großen Meisterschmied, damit er mich nicht bös ansieht. Alles klar, er arbeitet auch nur aus Angst. Wenn ich den Schmied nicht auch erwähne, schmollt er in sein... Ja, dann singen wir schön über den Schmied, ne? So, zeig mal her hier. Oh yeah, du hast das vergessene Schwert erhalten. Sei vorsichtig damit und bring es schnell zum Hauptmann. Das ist auch so cool, dass er unterm Arm hält. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Der ist nämlich mega langsam. Was denn? Wo du ihn suchen sollst? Wenn der Hauptmann irgendwo hingegangen ist, wird das wohl Schloss Hyrule sein, oder nicht? Schläfst du eigentlich immer noch? Denk doch mal ein bisschen nach. Ich hab's dir auf der Karte markiert. Also, steh hier nicht rum. Okay, bis gleich. Oh Mann, ey, gerade mit einem blauen Auge davongekommen. Tja, Kri, voll cool. War gar nicht so wild.
Was denn? Hast du Ärger gekriegt? Nö. Na gut, gehen wir mal zum Schluss. Das ist so lustig, wie er das Schwert unterm Arm hält. Kannst natürlich nicht einsetzen. Naja, fangen wir einfach unser Abenteuer mit so einem kleinen Botengang an. So, ich muss mal kurz zum Hauptmann. Entschuldige bitte. Ah, Marcel, du bist nicht oft so früh auf, oder? Was möchtest du denn im Schloss, hm? Ah, ich verstehe, eine Lieferung für den Hauptmann. Tut mir leid, der ist noch nicht wieder zurück. Was? Er hat gesagt, dass er heute bei dem Meister vorbeischauen wollte. Also ist er da wahrscheinlich immer noch. Was? Nee? Na, dann ist er sicher wieder auf ein Schwätzchen bei Schwester Stathis vorbeigegangen. Und das jetzt, wo wir überall am Schloss mit diesen seltsamen Schmierereien zu kämpfen haben. Nun, der Hauptmann sollte jedenfalls bei der Kirche sein. Du weißt schon, die an der Rückseite des Schlosses. Oh, okay. Der kürzeste Weg dort entlang ist dort entlang. Tschüss, Marcel. Schmierereien? Oh, tatsächlich. Was geht denn hier ab, hallo? Oh, seit dem Morgengrauen versuche ich, diese Schmierereien wegzuwischen. Jetzt ist es wirklich nicht mehr lustig. Das sieht doch schön aus. Naja, Vandalismus hier, ne? Gibt Vandalismus keine Chance. Wie, der echt auch, Schrobbe? Es geht einfach nicht ab. Das ist doch keine normale Farbe. Ach, keine Ahnung. Die Soldaten haben ihre eigenen Probleme. Wir als Azubi sollten uns da nicht einmischen. Wir müssen selber erstmal klarkommen, ne? Und unseren Schlafrhythmus regeln. So, Kirche, Schloss Hyrule, Schmiede. Ja, wir wollen zur Kirche. Ist doch okay. Ich folge dem Weg. Wahrsager, Kirche, Schloss. Der Wahrsager? Vielleicht kann er mir auf meine Träume antworten. Später. Oh, erstmal ein Wetterhahn, sehr schön. So, gleich nochmal saven, einfach so. Warum nicht? Ein neuer Wetterhahn wurde in die Karte eingetragen. Gleich mal upswaven. Upswaven, saven. Alles klar. So. Oh mein Gott, der Totengräber und... Und Ceres, nicht wahr? Hallo. Hallo Marcel, möchtest du zur Kirche? Klar, ich muss dem Hauptmann seinen Sword abgeben. Er hat's vergessen, der Trottel. Ja, der Hauptmann ist hier. Er unterhält sich drin mit Vater. Der Hauptmann hat sein Schwert vergessen. Diese Nachlässigkeit sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich werde einmal nachsehen gehen. Okay. Oh, Boris. Also der Hauptmann, der kommt nicht wegen des Priesters hierher, sondern wegen Ceres. Genau wie du, oder? Aber Ceres kriegt das gar nicht mit. Manchmal ist sie etwas naiv. Ja, du kriegst auch nicht mit, dass sie nicht auf dir steht, wa? Aber sie ist ein wirklich guter Mensch, weißt du? Nebenbei, an den Schlosswänden sind seltsame Bilder aufgetaucht. Bei dem Nebel könnte ich aber nichts erkennen. Das ist doch... Ein Hilfeschrei. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Die Tür öffnet sich kein Spalt mehr. Verdammt. Die Zähne ihn klappern. Oh weh, oh weh. Das war ein Hilferuf von Schwester Ceres. Kein Zweifel. Schnell, wir müssen sie retten. Aber wie denn? Ja, aber wie nur? Ich werde einen Geheimgang finden. Ah! Der Priester hat einmal davon erzählt, dass es auf dem Friedhof einen unterirdischen Weg zur Kirche gibt. Ich selbst habe ihn weder gesehen noch betreten. Aber könntest du diesen Weg nicht suchen und einmal nach dem Rechten sehen? Du hast ja sogar ein Schwert. Ja, ich habe Angst. Ja, schön im Heldenmodus spielen, aber sagen, ich habe Angst. Hä? Schwert wie jetzt? Na das da, das Schwert des Hauptmanns. Also, ja, aber das gehört mir aber nicht. Jetzt ist nicht die Zeit zu zögern. Alles klar. Verstanden. Yeah. Du benutzt leihweise das Schwert, das du dem Hauptmann bringen solltest. Schwinge es mit B. Kein Problem. Wenn es gefährlich wird, hast du immer noch das Schwert. Ach, wenn ich nur 10 Jahre jünger wäre, würde ich ja selbst gehen. Doch eher 20 Jahre oder 30. Egal, geh einfach zum Friedhof, okay? Und der versucht... Oh Leute, ey, richtig Panik. Ich habe jetzt auch Panik, weil ab jetzt kommen Gegner. Und wenn ich nicht vorsichtig spiele... Ja, hier, die zum Beispiel. Die sollten eigentlich schon 4 Herzen abziehen. Oh. So, ich greife mal kurz. Schieben. Oh, ein 5er, cool. Natürlich ist das offensichtlichste Grab. Oh Gott. Zieht der mir nicht auch schon voll viel ab? Das offensichtlichste Grab ist natürlich das große hier. So. Also. Sollten wir vielleicht echt hier anfangen. Yeah. Diese Musik, ey. Oh Gott, es ist hier dunkel. Es ist hier so dunkel. Ich habe Angst, dass hier schon Gegner sind. Okay, was haben wir hier? Yeah, du hast die Lampe erhalten. Rüste sie auf den unteren Bildschirm aus. Yeah. Die Lampe, sehr nice. Na dann, gleich mal ausrüsten. Warte.
Okay, ihr Licht vertreibt im Dunkeln, in dunklen Verliesen die Angst. Verbrennt auch Feinde. Sehr schön. Okay. Jetzt habe ich hier eine schöne Lampe. Hab trotzdem ein bisschen Angst vor irgendwelchen Gegnern, die einfach so auftauchen. Alter, das ist dunkel. Okay, erstmal hier alles kaputt machen. Warum sind hier eigentlich Krüge überall? So, oh, ein bisschen mehr Licht. Sehr schön. Was steht da? Der Pfad öffnet sich für den, der das Licht erstrahlen lässt. Okay. Na. Oh. Leute, das ist echt, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel gewesen. Vor allem für den 3DS. Yeah, Wulbertacke. Und das ist, oh, ich freue mich echt mal wieder drauf. Ich bin echt gespannt, wie ich mich anstellen mag. Oh Gott. Ja, vor allem hier halt im Dunkeln. Ich habe Angst im Dunkeln, wenn die Gegner mich treffen können. Oh Gott, okay, erstmal ein bisschen Licht machen. So. Jetzt sehe ich wieder ein bisschen mehr. So, was sind denn die ollen Mäuse hier? Die dürfen mich nicht treffen, oh Gott. So. Wow. Alter, fast Renierand. So. Oh yeah, du hast 20 Rubine erhalten. Gib nicht alles auf einmal aus. Nee, nee. Mach ich nicht, ganz bestimmt nicht. Hier sind irgendwo noch mehr Mäuse. Die sollen hier bloß nicht reinrennen. Okay, die eine ist da oben. Okay, hier ist noch eine. Oh, ist da sogar eine Schlange, oh Gott. Alter, wie groß ist dieser erste Raum schon? Oh Gott. Haut mal schön ab. So. Ah. Na. Oh, Alter, fast getroffen. So, wo muss ich überhaupt hin? Kann ich einfach schon das Herzteil holen? Das wäre ja nice. So, ich glaube aber tatsächlich noch nicht. So, warum geht das Licht eigentlich wieder aus? Warum hält die Lampe nicht so lange? So. Ah. Oh Gott. Okay, hier haben wir erstmal... Oh yeah, du hast einen kleinen Key erhalten. Damit kannst du eine verschlossene Tür öffnen. Okay, und schön Cash. So, und hier komme ich leider noch nicht zum Herzteil. Leider noch nicht. Aber wartet mal, hier haben wir noch was. Okay, ist einfach ein Gang, wo nichts ist. Na gut. So, hier muss aber irgendwo noch eine Maus sein, oder? Ich höre sie doch. Düp. Passiert irgendwas, wenn ich alle Mäuse töte? Na, ich glaube nicht. So, und außerdem müssen wir sowieso nochmal später hier rein. Wir haben jetzt keine Zeit. Oh, oh. Oh Gott, Geister. Oh, ein Herz. Okay, schön aufheben. Verdammt, ich hab's eingesammelt. So. Okay. Das war's schon. Nice. So. Oh Mann, oh Mann. Sind wir bald mal da? Was ist denn für ein Geheimgang? Ich meine, soweit ist die Kirche nun auch nicht weg. Oh, Schalter. Das war wieder mit zwei Schaltern auf jeder Seite, oder? Ja, wo schon der Falsche natürlich Gegner spawnt. Na toll. Ich habe schon natürlich erstmal den Falschen. Oh Gott. Wow. So. Wow. So, okay. Ach, ich habe das Feuer ausgeschlagen, oder? Man kann das Feuer ausschlagen, stimmt ja. Oh Gott. So, dann jetzt. Hier ist der Richtige, oder? Ah. Yes. Okay. Düp. So, wir sollten da sein. Ja, okay. Oh, diese Stimmung. Okay, was ist hier los? Warum schreit Ceres um Hilfe? Meine Tochter, was habt ihr mit Ceres vor? Wer seid ihr? Mein Name ist Yuga. Ich bin... Ein Sammler auf der Suche nach wahrer Schönheit. Und bei euch bin ich fündig geworden, Schwester. Ihr seid ein Juwel inmitten des Morastes. Mit meinen begnadeten Händen werde ich euch noch schöner machen. Ihr solltet diese Ehre zu schätzen wissen. Ach du meine Güte, wer hat das denn gemacht? Wundervoll! Als Gemälde seid ihr tatsächlich noch bezaubernder. Alter, wer ist dieser Yuga? Auch sie wird sich sicher freuen. Und wen haben wir da? Wie bist du denn hier hereingekommen? Sag bloß, du willst dich mir in den Weg stellen. Mit diesem Messerchen.
Ich tue alles, was nötig ist. Marcel, warum bist du hier? Dieser Mann ist gefährlich. Der Hauptmann, er hat ihn... Genau, wo ist überhaupt der Hauptmann? Du solltest auf den Priester hören. Was glaubst du, kannst du gegen mich ausrichten? Autsch! Was hat er getan? Marcel! Die Bewohner dieser Welt sind alle so roh und ungestüm. Sich mir entgegenzustellen, was für eine Vermessenheit. Und seht mal, Leute, links ist der Hauptmann, der in der Wand drin ist. Wie dieser Typ da, wie zur Hölle? Ihr seid unwürdig. Zum Glück muss ich nicht mehr allzu lange in dieser hässlichen Welt verweilen. Oh, Alter! Du taugst nicht mal zum Gemälde. Auch dieser Hauptmann ist nicht gerade ein Bild von einem Mann geworden. Enttäuschend. Der wie einfach wegstolziert ist. Aber es spielt keine Rolle. Meine Suche nach dem perfekten Motiv geht weiter. Meine Seres, Prinzessin Zelda muss erfahren, was hier geschehen ist. Heftig, Leute. Da kommt einfach so ein Typ an und sorgt erstmal für richtig viel Stress. Und was hat das alles mit uns zu tun? Was können wir tun? Erstmal wieder in unserem Haus aufwachen. Wenn man aufwacht, will man nicht gerade so ein Face sehen. Oh, du bist endlich wieder wach, ja? Hallo, ich heiße Ravio und ich bin ein fahrender Händler. Ich kam zufällig in die Kirche, da habe ich dich vor dem Altar liegen sehen. Was? Ich konnte dich ja nicht einfach dort lassen. Da habe ich dich in diesem leerstehenden Haus untergebracht. Moment mal, das ist unser... das ist mein Haus. Aber trotzdem, ein Dankeschön. Was? Das hier ist dein Haus? Dann stand es gar nicht leer? Was ist denn überhaupt passiert? Also das war so, da kam so ein Typ, der hat einfach so einen Pinsel geschwungen oder so eine Fackel und dann... Ein komischer Typ verwandelt Leute in Gemälde? Ja, sinngemäß ja. Du wolltest ihn aufhalten, aber er hat dich erwischt, was? Verstehe. Schon toll, dass du den Mumm hast, dich so einem Typen in den Weg zu stellen. Du bist ja ein echter kleiner Held. Aber jetzt ist nicht die Zeit, sich über so etwas zu unterhalten. Diesen Vorfall solltest du sofort im Schloss melden. Das stimmt. Aber Leute... warte mal eine Sekunde. Ich sehe gerade, der Bart ist vorbei. Ja... Zudem, das stimmt, oder? Aber ich suche hier in der Nähe nach einer Unterkunft. Aber irgendwie ist das schwierig. Ich finde einfach nichts Vernünftiges. Ich habe eine etwas dreiste Bitte. Könnte ich vielleicht bei dir einziehen? Eine kurze Weile nur? Bloß nicht. Ja klar, warum? Du hast uns ja geholfen. War ja nett von dir, uns da nicht einfach liegen zu lassen. Klar. Oh, wirklich? Vielen, vielen Dank, Mann. Kein Problem. Endlich muss ich nicht mehr unter freiem Himmel pennen. Ich kann dir zwar keine Miete zahlen, aber nimm stattdessen doch bitte das hier. Oh je, du hast Ravios Armreif erhalten. Riecht ein bisschen seltsam. Ob der für irgendwas gut ist? Naja, einfach nur zur Deko. Das ist eine echte Antiquität. So mancher Sammler würde sich alle 10 Finger danach lecken. Dankeschön, Ravio. Ich muss jetzt aber los, ne? Was? Du willst ihn nicht, weil er komisch riecht? Ach, da komme ich schon mit klar. Ich rieche ja selber ein bisschen komisch. Wovon redest du denn? Das ist ja wohl ein toller Geruch, oder nicht? Dieses ledrige Aroma mit einem Hauch von Schimmel im Abgang. Da wird dir bald der Arm abfallen oder das Handgelenk. Das ist der Beweis dafür, dass es sich um ein geschichtsträchtiges Relikt handelt. Na, wenn du meinst. Ja, schon gut, ich geb's zu. Der Armreif müffelt ein bisschen. Das Geschenk kommt trotzdem von Herzen, also trage ihn bitte auch, okay? Naja, ist ja modern, ne? Los, los, auf zum Schloss, schnell! Schnell! Ja, erst im nächsten Part, Rabio. Erst im nächsten Part. Liebe Leute, das war die Pilotfolge von dem Let's Replay zu A Link Between Worlds. Im Heldenmodus bisher ganz gut gemeistert. Wir hätten schon echt verkacken können, weil, wie gesagt, die ersten Gegner ziehen uns schon 2 Herzen ab. Und 2 Treffer und ich bin tot. Aber naja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr freut euch sehr über dieses Projekt. Und dann sehen wir uns beim zweiten Part hier wieder. Ciao!